liebe Baskets-Fans, ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile erholt von der Feierei. Den Sieg ordentlich gefeiert, der ist Oliver Baskets gegen die Atlanta Dragons. Es war ja eine mega Stimmung in der Halle. Heute geht's weiter. Wir hoffen genauso gegen den mitteldeutschen BC. Vor dem Spiel habe ich mir jetzt nochmal Jimmy McKinney zum Interview geschnappt. Last game was amazing. Yes. How do you feel after the game? Well, I feel good. I feel good to get a win. But, you know, we gotta, you know, think about NBC now, so... The win is over, so now we gotta really move on to the next game. Also er fand es auch super, mal wieder gewonnen zu haben in der eigenen Halle. Jetzt müssen sie aber ans nächste Spiel, was gleich losgeht, denken. Jimmy, I think it's your first season here in Würzburg before you played in Frankfurt. So, do you miss Frankfurt or you feel well here in Würzburg? I mean, of course I miss Frankfurt. You know, I've been there for quite some time, but I feel excellent here. You know, the fans are great. You know, the city is, you know, calm and, you know, really kind of, you know, relax. I mean, I feel great. The fans are just awesome. You know, we haven't touched stretch, but they're still behind us. So I feel great here. Okay, er fühlt sich wohl hier. Er hatte lange davor in Frankfurt gespielt, aber er hat gesagt, Würzburg ist eine tolle Stadt. Wir haben auch vor allem tolle Fans und damit seid ihr gemeint. Von daher ist es nicht schwer, sich hier wohl zu fühlen. Jimmy, you know the city of Würzburg. I don't know, what are your favorite places here? Well, it's kind of like outside of Würzburg a little bit. My favorite place is called Miss Peter's. It's a restaurant. Yeah, it's a restaurant. So that's probably one of my favorite restaurants. But it's also, I also got this Mexican restaurant. I can't think of the name right now, but it's also good. And have you already done some sightseeing in the city in Würzburg? Yeah, you know, of course, well, over the bridge. You know, that's probably one of the, you know, the famous parts of Würzburg. I've been there. Of course, I've been there when taking the pictures. So, you know, that's good. Also, es ist lustig. Egal, welchen Basketballspieler man fragt, was ist dein Lieblingsplatz hier in Würzburg? Die denken alle zuerst ans Essen und finden irgendwelche Restaurants toll. Aber auch auf der alten Mainbrücke war er schon. Das hat ihm auch super gefallen. Also, Würzburg findet er auf jeden Fall. Ist auch eine schöne Stadt. Sometimes you do something here in the city or not that much? Well, hopefully, you know, when it gets warm outside, I go and, you know, play golf. I like to play golf too. Yeah. Okay. Have you ever played here in Heuchelhof? They have a. I haven't played yet, because I didn't know when I first got here. I didn't know, you know, that they have a course here, but you know, when it gets warm outside, I definitely be out there. Wir sehen die Spieler ja immer nur auf dem Feld beim Basketballspielen. Das machen sie ja natürlich auch viel den ganzen Tag über im Training und so weiter. Aber was macht denn ein Jimmy McKinney privat? Das haben wir ihn auch mal gefragt. You know, obviously, you know, my free time, you know, I like the ball, but my favorite thing is, you know, I love baseball. I love baseball, especially when I'm at home. I go to a lot of Cardinals games. You know, I really, you know, really like to, you know, meet the players. I meet the players a lot. I spend, you know, time with the players from, you know, St. Louis Cardinals, and, you know, I really, really love baseball. I think I really love baseball more than I love basketball. Really? Yeah. Because you are from a baseball city? Yeah, I'm from a baseball city. Like, if you're from St. Louis, you got to love baseball. You got to love the Cardinals. Jimmy McKinney spielt natürlich auch in seiner Freizeit sehr viel Basketball, hat er uns erzählt, aber er liebt auf jeden Fall Baseball. Er kommt nämlich aus St. Louis, die Baseball City überhaupt. Vor 2 Jahren haben sie ja auch die Championship gewonnen. Er kennt viele Spieler von dort, trifft sich auch oft mit denen und spielt auch privat ganz gern mal Baseball, aber schaut auf jeden Fall auch hier von Würzburg aus viel im Fernsehen. Jetzt ist natürlich die Frage groß, wenn er jetzt in seinem nächsten Leben wieder Sportler wird, wird er dann eher ein Baseballstar oder bleibt er beim Basketball? I hope so. The thing is, I think I'm better in baseball than I am in basketball. You're better in baseball? Yeah. And the thing is like, I think I, you know, of course I practice basketball more, because that's, you know, that's my job. But I could just go out and just play baseball and be real good at it. So I think I'm better in baseball. Wer Jimmy McKinney sieht, egal wo, egal wie. Er hat immer was dabei, und zwar seine rote Baseball-Cap. Er ist auch ziemlich stolz drauf, glaube ich, oder? Hier ist er, ich zeig's mal in die Kamera. And you take this cap everywhere. Just about everywhere. Because it really stays who I am, you know, where I come from. I love my city, and I also love this hat, and I love the Cardinals. So that's why I basically
can't really leave, you know, the States or wherever I am without it. The last game against Atlanta was amazing. Yeah. What is your wish for this game right now? How will this game end? Well, you know, I don't know. Hopefully it ends with us with a win, but we can't go in the game thinking about, you know, wins and loses. Losses, I mean. But we got to think about, you know, play by play, possession by possession. And hopefully the outcome comes on our side. Okay. Er hofft natürlich wieder zu gewinnen. Davor ist es immer schwierig zu sagen, wer wird gewinnen, wer wird verlieren. Aber die Halle muss auch auf jeden Fall richtig mitmachen. What do you think about the fans here in Würzburg? Oh, man. They are crazy, yeah, hm? They are crazy. They are crazy. The good thing about it, though, you know, we've been struggling a little bit. And they still, you know, come out, sell out crowds. And, you know, they still come out and support us. So, you know, I really, really appreciate that. And I know, my the team really, really appreciate that. Okay, er ist auf jeden Fall sehr stolz, die Fans hier in Würzburg zu haben. Er findet es toll, dass die immer mitmachen, auch immer mit auf die Auswärtsspiele fahren. Und ich hoffe, jetzt gibt es wieder eine genauso tolle Stimmung gegen den mitteldeutschen WC. Und dann bin ich sicher, hauen wir auch wieder die Jungs weg. Viel Spaß beim Spielen!